Warte. Außenminister Jean Asselborn hat am gestrigen Mittwoch verkündet, dass Luxemburg sein im Rahmen des ISAF-Einsatzes in Afghanistan stationiertes Kontingent von neuen Soldaten nicht erhöhen wird. Vielmehr plane das Großherzogtum, mehr in die humanitäre Hilfe am Hindukusch zu investieren. Hinsichtlich der Ankündigung von US-Präsident Barack Obama, weitere 30.000 US-Soldaten an den Hindukusch zu verlegen, sagte Asselborn, dass die kommenden Monate für die Stabilisierung Afghanistans entscheidend sein werden. Am 11. Oktober 2006 ereignete sich der schwerste Zugunfall in der Geschichte der Luxemburger Eisenbahn, als zwei Züge bei Sufschen in der Nähe von Düdelingen gegeneinander prallten. 6 Menschen kamen dabei ums Leben, 16 weitere wurden verletzt. Am gestrigen Mittwoch wurde in der Nähe der Unfallstelle eine Gedenkstätte eingeweiht. An der Zeremonie nahmen unter anderem Minister Claude Wieseler sowie der Präsident des CFL-Verwaltungsrates Janova Ringo teil. Das Rauchverbot in Luxemburg wird nun auch auf Cafés, Kneipen und Diskotheken erweitert. Dies teilte Gesundheitsminister Mars Di Bartolomeo am gestrigen Mittwoch auf eine Anfrage in der Abgeordnetenkammer mit. Der sogenannte Plan Tabak sieht einen weitgehenden Nichtraucherschutz vor, so wie er beispielsweise in Frankreich oder Irland besteht. Eine Zwischenbilanz zeigt, dass sich der Anteil an täglichen Rauchern seit 2003 von 28 auf 19% zurückgegangen ist.